Pflanzen sind ein natürlicher Grundpfeiler unseres Planeten. Sie erzeugen lebensnotwendigen Sauerstoff, bieten Schutz und bilden die Basis der Nahrungskette. Ihre heilende Wirkung ist der Menschheit seit jeher bekannt. So sind Pflanzen auch heute das Ausgangsprodukt vieler Medikamente, Kosmetika und Wellnessprodukte. Die weltweiten Umsätze mit Pflanzenwirkstoffen übersteigen jährlich 10 Milliarden Euro, Tendenz steigend. Traditionelle Methoden der Pflanzenerzeugung wie Wildsammlung, Feld- und Gewächshausanbau benötigen sehr viel Anbaufläche. Wesentlich platzsparender ist es, biologische Wirkstoffe in Pflanzenreaktoren zu produzieren. Leistungsfähige Pflanzen können so massenhaft vermehrt und hochwertige Wirkstoffe gewonnen werden. Solche Verfahren schonen die natürlichen Ressourcen und sorgen für Produktionssicherheit und Preiskonstanz. In derartigen Bioreaktoren lassen sich bisher lediglich Zell- und Wurzelkulturen heranzüchten. Sie eignen sich nicht für die Produktion von ganzen Pflanzen und Pflanzenorganen. Ein Unternehmen aus Mitteldeutschland geht nun neue Wege mit einem weltweit einzigartigen System. Unsere Innovation besteht darin, dass wir ein neuartiges Bioreaktorsystem für die Kultur von Pflanzen entwickelt haben. Dieses Reaktorsystem basiert auf einzelnen Einheiten, die ähnlich einem Brutkasten gebaut sind. Diese können wir übereinander stapeln, beliebig viele, beliebig oft. Jede Einheit wird einzeln angesteuert, wird ganz individuell mit Nährstoffen versorgt und jede Einheit wird einzeln beleuchtet, sodass wir in jeder Einheit auch etwas anderes oder ein anderes Entwicklungsstadium verfolgen können. Wir können dort auf 40 Quadratmeter 10,4 Millionen Pflanzen im Jahr produzieren. Wir können dort vergleichsweise Wirkstoffe, Pflanzeninhaltsstoffe von einer Größe von 31 Hektar produzieren. Oder wir können auch rekombinante Proteine, also human wirksame Proteine aus gentechnisch veränderten Pflanzen produzieren. Der Standort Mitteldeutschland ist ein Zentrum der Pflanzenbiotechnologie. Wir haben da die Standorte Leipzig, aber auch Halle und Gartersleben. Wir haben eine große Unterstützung durch die Förderbanken und durch die Projektträger. Wir haben ein gutes Angebot von hochqualifizierten jungen Fachkräften, die bereit sind, auch unkonventionelle Wege sehr engagiert zu gehen. Eine Innovation aus Mitteldeutschland.